Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück zu Attack on Titan 2. Es sieht nicht gut aus für die Menschheit, denn nach dem Angriff auf Trost haben wir viele Kadetten verloren, darunter auch Eren Jaeger. Und ja, wie ihr schon seht, die Moral ist hier ordentlich am Boden. Trotzdem sollten wir auf jeden Fall unsere Ausrüstung weiterentwickeln. Wieso habe ich hier noch Materialknappheit? Ich bekomme immer dieses minderwertige Seltenerdmetall, aber nicht das hochwertige. Ich meine, ich kann natürlich jetzt hier einfach so ein bisschen durch und durch verstärken. Wenn ich jetzt einfach, sage ich mal, diese Klinge hier, diese verstärkte Klinge, dreimal neu bauen würde. So machen wir mal. Das kostet mich zwar ordentlich Geld, aber jetzt kann ich natürlich hier auch verstärken. Kann ich jetzt meine Verstärkte nehmen und jetzt die hier einfach mit reinpappen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich was bringt, aber wir machen es jetzt einfach mal. So, und damit wäre jetzt auch meine Kohle schon wieder weg. Wunderbar. Okay, gut, da muss ich mir in Zukunft echt was überlegen, dass das besser klappt. Jo. Hey, du glaubst doch nicht, dass all deine Freunde das lebend überstehen, oder? Bleib mal realistisch. Sie werden es sicher schaffen. Hä? Du machst doch wohl Witze. Dieser Optimismus bringt dich noch um, glaub mir. Wie lange glaubst du, werden wir das überleben, hm? Okay, also das Gespräch hat uns jetzt nicht weitergebracht. Ich glaube, ich hätte irgendeine ernsthaftere Antwort wählen sollen. Na gut, dann ja, quatschen wir mit... Nee, du bist nicht Armin, aber auf jeden Fall geht's jetzt hier in der Story weiter. Ah, Christa. Wir müssen den anderen Einheiten helfen. Bist du bereit? Ja. Dann los. Ich hoffe nur, wir kommen nicht schon zu spät. Immer noch die Schlacht um Trost und es sieht echt trostlos aus, das muss man wirklich sagen. Mikasa Ackermann, sie ist eine einzigartige Person mit zum Teil asiatischer Abstammung. Eren rettete ihr das Leben, als sie noch ein Kind war und ihre Eltern beide von Banditen getötet wurden. Seit diesem Tag möchte sie nicht mehr von Erens Seite weichen. Gemeinsam mit ihm schließt sie sich der 104. Trainingseinheit an und nutzt ihre verborgenen Talente, um ihren Abschluss als Klassenbeste zu machen. Sie sieht in Eren ihren einzigen Verwandten und tut alles, um ihn zu schützen. Generell verleiht sie ihren Gefühlen nur sehr selten Ausdruck und bewahrt selbst in gefährlichen Situationen die Ruhe. Doch wenn es um Eren geht, kann sie gelegentlich die Kontrolle verlieren. Und durchdrehen. Das erklärt übrigens auch, warum sie den asiatischen Namen hat. Sie hat nämlich asiatische Abstimmung. Ich glaube, der Rest spielt hier eher so in Mitteleuropa. Armin, masaka.見りゃ分かるだろ。全滅したんだよ、こいつ以外は。うるせえな！アルミンは何も言ってねえだろ！こんな巨人から丸見えの場所でおしゃべりしてる場合じゃねえ。私らも食われちまう。やめて、二人とも。とにかく目立たない場所に移ろう。アルミン、動ける。 お前ら、休んでる暇はねえぞ。巨人どもにだいぶ押されちまってる。市民の避難はまだ済んでねえ。今公営に抜けられたら大変なことになるぞ。うん、でも。気になることでもあるのかい？Es ist Armin. Er verhält sich komisch. 何があったのか、大体察しはつくけど。とにかく今は時間がねえ。生き残りの兵をかき集めて、少しでも巨人を食い止めるぞ。あなたは先に行ってて、私たちも後で合流するから。
Welt, wie sie das Mädchen sah. Oh. Okay, da vorne sind ein paar Titanen und wir müssen hier natürlich auch erstmal erledigen. Ich überlege jetzt nur gerade, wie wir jetzt hier am schlauesten vorgehen. So. Okay, da vorne. Zap, zap. Hey. Na gut, dann nehme ich. Oh, oh, er wird auf mich zustürmen. Und los geht's. Ah, das ist ein guter Winkel. Ein echt guter Winkel. Boah, es hat nicht gereicht. Obwohl der Winkel so gut war. Jetzt aber. So. Oh, oh, da vorne braucht jemand Hilfe. Und... Scheiße. Oh, oh, er hat mich noch nicht gesehen. Das heißt, ich kann noch einen Überraschungsangriff machen. Und Hinterhalt. Shit. Okay, dann muss ich jetzt in den Kampfmodus gleich wechseln. Ah, meine Klingen sind aber auch schon ganz schön... Ja, ja, klar, wenn ich neben das Lob mache, gibt es Bausignale. So. Und... So, ich brauche dringend neues Gas und neue Klingen. Ah ja, guck mal, ich habe hier ein kleines Upgrade erhalten, also einfach nur ein paar Sachen zurückerhalten. Dankeschön. Und... Oh ja. Langsam läuft die Sache hier. Langsam komme ich drauf klar. Ja, sagte er und klatschte hier erstmal gegen die Wand. Und kam nicht mehr weg. Und zack. Also ich mag ja dieses... also da kann ja sogar Assassin's Creed nicht gegen anstinken. So möchte ich mich auch im echten Leben gerne bewegen können. Und hinter... Oh, fuck it. Oh. Und der war ordentlich gut. Oh, scheiße. So, ich habe ihn abgelenkt und meine Kameraden haben ihn vernichtet. Ja, so kann das manchmal laufen. So. Aber man muss wirklich schnell sein, wenn es um die, um diese... Ja, jetzt wird er nämlich hier angerannt kommen. Oh, oh. Und... So. Auf in die Lüfte. Raus aus der Hüfte. Da vorne ist der nächste. Seh dich.
mein kleiner Titan. Auch wenn du ein großer Titan bist. Ich glaube, die Großen sind doch die 15 Meter Klasse, oder? Kann das sein? Falls es euch interessiert, ich bin gerade bei Folge 5 des Anime. Nee, wir schnappen uns erstmal sein Bein, weil ich wirklich den Loot haben. Überlass sie mir. So, ah ja, da vorne haben wir den nächsten. Gut. Da wollte er mich fressen. Aber Vorsicht. Da drüben muss ich supporten. Ich muss meine Basis errichten. Mist, ich komme noch nicht ran da. Boah. Ui. Ja, wieso komme ich da nicht rüber? Ah, da vorne wahrscheinlich über die Brücke. Einen Arm. So, Rainer. Und... So. Und Gas muss ich auch noch nachfüllen. So, schön noch alles aufgefüllt. Nein! Hilfe! Begib dich zum Zielgebiet! Oh. So, wo müssen wir hin? Alles klar. Ach, ich muss sowieso hier unten landen. Okay. の避難がまだ済んでいない。ソイン、あの気候士から住民を守れ。
Auf dem Schlachtfeld müssen wichtige Ziele geschützt werden. Wenn sie vollständig vernichtet werden, ist es aus. Falls ein Titan kurz davor ist, einen dieser VIPs zu verschlingen, wird ein Hilferuf ausgelöst. Eile sofort hin und sei ein Held. Ah, okay, die Abnormen. Okay, wir müssen jetzt hier das... Und Hinterhalt. Ja, wir müssen jetzt im Endeffekt alle vernichten, bis die Zeit abgelaufen ist. Oh. Oh Gott. Boah, wieso? Ich liebe es, an einem Baum zu scheitern. Hallo? Wir müssen jetzt hier die Einwohner retten, da können wir uns jetzt hier nicht zu viel Rumspieler freilauben. So. Ach, Scheiße. Nein! SOS! Oh, Scheiße. Oh. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Wow. Alter, ich will dich nicht mehr markieren. Ich will dich fucking nicht markieren. Alter, schlechter Winkel. So. Jetzt. Und los geht's. Nicht genug Gas. Kling weg. Gas weg. Alter Leute, ey. Jetzt hier geht einfach alles schief. Jetzt, Mann, ey. Sorry, das war jetzt echt keine reife Leistung hier gewesen. Und... Alter, ey. Sorry, Folks. Das war echt jetzt ziemlich stressig. Okay, ihr lieben Leute, ihr merkt, hier geht's ziemlich heiß her. Ich würde sagen, wir machen nochmal ein ganz kurzes Päuschen, sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann, ja, müssen wir uns Mikasa und Co. anschließen und schauen, dass wir Trost endlich von diesem blöden Titan befreit bekommen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.